select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Johannes, so wie ich mitbekommen habe, in der Vereinsgeschichte, auch in eurer Geschichte in der Verbandsliga, das erste Mal, dass ihr den Meistertitel geholt habt. Das letzte Mal seid ihr ja als Zweitplatzierter aufgestiegen. Ja, Glückwunsch zu diesem Erfolg. Ja, wie sind die Emotionen? Ja, ist überragend. Also ich glaube, niemand vor der Saison hätte mit uns gerechnet als Meisterkandidat. Und man sieht einfach, was unsere Mannschaft die ganze Saison geleistet hat und ist einfach überragend jetzt. Zwar drei Spieltage vor Schluss Meister zu werden. Es ist ja auch ein überragender Sieg dann jetzt geworden mit 5:1. Sah am Anfang aber nicht so danach aus. Ja, wir sind ein bisschen schwierig ins Spiel reingekommen. Ist natürlich auch verständlich. Man hat ein bisschen Druck. Die Zeitungen schreiben schon seit Wochen, dass wir schon aufgestiegen sind. Gut, im Endeffekt gewinnen wir das Spiel 5:1. Die letzten drei Tore, da hat, denke ich mal, der Gegner auch ein bisschen mitgespielt. Und ja, am Ende gewinnen wir 5:1 und sind glücklich aufgestiegen. Ja. Der Weg durch die Saison, wie würdest du ihn beschreiben und was für ein Fazit würdest du ziehen? Also am Anfang, da war die Stimmung war durch die ganze Saison über überragend bei uns. Am Anfang der Saison, da haben wir alle gedacht, okay, wir hatten viele Abgänge und mal gucken, wie wir uns fangen werden. Und dann haben wir von Sieg zu Sieg jedes Spiel immer mehr gegeben und die Mannschaft blieb komplett zusammen. Das ist auch der Schlüssel dieses Erfolgs, also dass wir wirklich geschlossen zusammenblieben und genau, dann haben wir es gemacht am Ende. Ja, wie geht's für dich persönlich weiter? Bleibst du dem FC Germania Friedrichsthal auch nächste Saison in der Oberliga erhalten? Ja, also ich bleib hier. Ich denke auch der Hauptteil des Kaders, wir bleiben alle zusammen und gehen so in die neue Runde und gucken, was geht nächste Saison. Denkt man schon über die Oberliga nach oder ist man jetzt erstmal mit dem Feiern beschäftigt? Man ist nur mit der jetzigen Saison beschäftigt. Dass wir nächste Saison wieder Oberliga spielen, ist richtig geil und ab jetzt können wir uns drauf freuen. Johannes, vielen Dank fürs Interview und viel Erfolg. Danke, danke auch. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.